schlugen Flammen und massiver Rauch. Mit einem Trennschleifer die Hallentore geöffnet haben. Und ein besonderes Gefahrenpotenzial gab es bei dem Einsatz durch diverse in der Schreinerei gelagerte Gasflaschen.
Wir sind hier im Stuttgart-Stammheim in der Straße am Bammesknopf. Wir wurden um 1.55 Uhr durch Anwohner alarmiert, die durch Brandgeräusche geweckt wurden, dass aus einem Nachbargebäude Flammen und Rauch schlagen sollten. Als die ersten Einsatzkräfte 8 Minuten nach dem Alarm eingetroffen sind, bestätigte sich diese Lagemeldung. Es brannte massiv in einer Schreinerei. Aus den Hallentoren und den Fenstern an der Gebäudeseite schlugen Flammen und massiver Rauch. Die angrenzenden Gebäude und Hallen waren verraucht. Wir haben zunächst uns Zugang zu dem Gebäude verschaffen müssen, indem wir mit einem Trennschleifer die Hallentore geöffnet haben und haben dann über mehrere Rohre und ein Wenderohr über eine Drehleiter einen massiven Löschangriff vorgetragen, der auch sehr schnell dann Erfolg zeigte. Ein bisschen besonderes Gefahrenpotenzial gab es bei dem Einsatz durch diverse in der Schreinerei gelagerte Gasflaschen, die durch die Wärme beaufschlagt wurden und dadurch abgeblasen haben. Die wurden durch uns gekühlt und teilweise aus dem Gebäude herausgebracht. Außerdem wurde die Elektroverteilung in dem Gebäude beschädigt, sodass es immer wieder zu Kurzschlüssen kam. Deshalb ist jetzt auch der Energieversorger vor Ort und schaltet das gesamte Gebäude stromlos. Was für ein Gebäude handelt es sich denn da? Es handelt sich um ein Gewerbegebäude in Fertigbauweise, das durch eine Schreinerei genutzt wird. Wie geht es jetzt hier vor Ort weiter? Wie gestaltet sich die Löscharbeiten? Die Löscharbeiten gestalteten sich relativ einfach aus unserer Sicht, da schon Gebäudeteile durchgebrannt waren, gerade die Sektionaltore im vorderen Bereich und die Fenster auf der Seite, sodass wir gute Angriffsmöglichkeiten hatten, an den Brandherd vorzudringen. Momentan sind wir dabei, noch die angrenzenden Gebäude zu entrauchen und bauen jetzt aber langsam auch zurück und reduzieren unsere Kräfte. Wir waren insgesamt mit 57 Einsatzkräften der Feuerwehr hier vor Ort. Es waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehrabteilung Stammheim hier und 5 Kräfte vom Rettungsdienst inklusive einem Notarzt. Was war jetzt die größte Herausforderung hier bei dem Einsatz? Die größte Herausforderung war zunächst, den Zugang zu schaffen und dann die massive Rauchausbreitung in den Griff zu bekommen und natürlich die massive Brandentwicklung dadurch, dass in einer Schreinerei mit viel Holz und anderen Gegenständen, brennbaren Lacken, Spraydosen und so weiter, doch sehr viel, sehr gut brennbare Stoffe gelagert werden. Konntet ihr das vorübergreifen oder konntet ihr das begrenzen auf das Objekt? Wir haben das Gebäude so gesichern können, dass der Brand tatsächlich auf den Bereich beschränkt wurde, wie es bei unserem Eintreffen dann auch war. Es hat sich also dann nicht weiter ausgebreitet. Was schätzen Sie, wie lange die Feuerwehr jetzt noch zu tun hat? Ich denke mal, die reinen Nachlöscharbeiten werden jetzt noch circa 1 Stunde gehen. Aber wir werden im Anschluss dann das Gebäude noch mehrfach auf mögliche Glutnester kontrollieren, die im Nachgang zu so einem Feuer und vor allen Dingen, wenn so viel Holz dort gelagert wird, immer wieder auftreten können. Vielen Dank, Herr Lehmann. Gerne.
euch auch diese Videodoku wieder gefallen hat oder informativ für euch war, würden wir uns über ein Like von euch natürlich wieder sehr freuen. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dürft ihr den Kanal selbstverständlich gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, um zukünftig keine weiteren Inhalte mehr zu verpassen. Und wenn ihr wollt, dürft ihr natürlich gerne in den Kommentaren unter dem Video eure Meinung kundtun oder eure Fragen stellen.